us here. It's awesome! Whoop! Wanna see something neat? This'll be fun! So, schauen wir rein. Mein Song solltest du dir auf jeden Fall angucken. Was ist denn Duke Hugh mit Lolliludo? Sieht interessant aus. Hast du ein Video mit Lolliludo drauf? Ja. Also, der Song. Das hier ist ganz interessant für Leute, die es interessant finden. Halt, ich habe 150 größten Länder der Welt richtig zugeordnet. Aber gut. Das hier ist ein kranker Stomp in aber High MMR, also gegen Master Smurfs bin ich halt gut abgegangen, aber Stomps sind meistens nicht so spannend. Das hier ist ziemlich cool gewesen. Zoe Jungle. Zoe Jungle würde ich auf jeden Fall empfehlen. Dann hier, das ist das Video gegen iPath, diesen Streamer. Das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Du hast einen Song. Ich habe einen Song veröffentlicht vor kurzem. Spannendes Spiel ever. Das ist auch richtig gut. Okay, warte. Ich mach dir eine Playlist. Ich mach dir eine Playlist mit den besten Videos. Da brauchst du jetzt nicht alles merken. Add Save to Playlist. New Playlist für Swag. Öffentlich. Okay. Ade Zoe auf jeden Fall rein, ne? Den Song rein da. Was hatten wir gesagt? Das hier haben wir, glaube ich, noch nicht drin. Dann das hier. Das hier hatten wir als erstes reinpacken, ne? Ja. Wird sich zum Einschlafen gegönnt? Ja, mach das. Das hier ist witzig gewesen. Auch nochmal AD Zoe. Mit im Spellbook-Mode. War übelst geil. So, wo war das andere AD Zoe gerne? Das müssen wir auch reinpacken. Ja, AD Zoe ist jetzt so broken. Das haben wir gesagt. Zack. Meistens erkennt man das schon daran, dass ich dafür Thumbnails gemacht habe. Oha. Ja, genau. Was wir gegen. Ja? Ja? Robin, mir ist gerade was eingefallen. In dem Game Mode kriegst du ja Ults und so, ne? Was ist, wenn du Zoe gespielt hättest? Nimmst die Nocturne Ult. Q'st into Nocturne Ult ist instant. Kann dann deine Q über die ganze Map fliegen? Also, oder beziehungsweise über die halbe Map fliegen, so groß wie die Nocturne Ult ist? Oder? Nee. Oder nochmal, sorry, nochmal was? Wenn du die Nocturne Ult hast als Zoe, ne? Du wirfst deine Q nach hinten. Ultest dabei deine Nocturne Ult. Wirfst deine Q nach vorne. Und Nocturne Ult ist dann halt auf dem Enemy zu. Ja. Fliegt dann deine Q mit komplett bis zum Enemy-Ziel? Die fliegt mit zum Enemy-Ziel, ja. Alter, das wäre der Todes-One-Shot für jeden Champ, oder? Nee, weil das gecapped wird irgendwann. Ah, okay. Das ist, also es macht zwar mehr Schaden, je weiter es fliegt, aber irgendwann macht es halt den maximalen Schaden dann. Ich sehe. Okay, das wollte ich wissen. Waldbrand Hypercarry war auch cool. Ist auch ein 16-Minuten-Game, also ist nicht zu lang. 40-Minuten-Games angucken ist natürlich cringe. Was die Schmiede schreiben, ist richtig cringe. Oh, die League of Challenge-Teile sind auch alle geil. Das hier ist richtig witzig, aber halt Augenkrebs. Musst du gucken, ob du das aushältst.
Das ist zu wild. Ah, das Twitch NA-Spiel ist auch gut. Wo ist das? Ja, hier. Es geht auch nur 26 Minuten. 26 Minuten ist zwar schon recht lang, aber nicht so lang. Es geht noch. Clash haben wir gut rasiert. Zero CS Challenge ist witzig. Aber die geht 47 Minuten, also. Vielleicht hätte ich daraus Edited Video machen sollen. Ich pack's trotzdem rein, aber es ist halt ein langes Video. Musst du dann selber gucken, ob dich das entertaint oder nicht. Okay, deren Team sieht fein aus. Die Montages müssen auf jeden Fall rein. Und das Game gegen Mickey X auch. Der Zoe-Guide. Basic Track, spielst du Zoe? Willst du Zoe spielen? Weil dann ist es hilfreich, aber es ist halt, das ist halt mehr educational als entertaining. Nee? Okay, dann lassen wir das raus. Magst du Among Us? Ich habe eine Runde gespielt Among Us, das war richtig, richtig witzig. Aber wenn man das Spiel nicht spielt, macht es keinen Sinn. Ich spiele Among Us nicht und finde es aber sehr cool zuzuschauen. Okay. Ich pack's einfach mal rein mit rein, weil es geht auch nur 9 Minuten. Das Video gegen Red RL packe ich auch noch mit rein. Gegen Red RL und leider. Oder Lieder. Ja, da haben wir fast alles, ne? Dann fehlen nur noch die Montages. Und die Gameplays lassen wir raus. Wir müssen mal wieder on-stream die Montages angucken von damals. Nochmal ein Reaction auf damalige Zeiten, wie ich da aussah, weil ich damals für Plays gemacht habe. Eigentlich müsste ich Legends of League weiterführen. Und das hier. Das hat Lavas bearbeitet. Richtig geile Edits drin. Geht auch nur 8 Minuten. So, das sind alle guten Videos von meinem Kanal, auf die ich stolz bin. Die anderen Videos sind alle eher so. Kann man sich angucken, aber halt nur, wenn man wirklich komplett Langeweile hat. 30 Bro. Nicht du, er meint mich. Safe. Wer ist das? Ich weiß es nicht, irgendein Smurf-Account von irgendwem, den ich kenne, I guess. Ich finde es schade, dass keiner mehr meiner Homies das mehr spielt, I guess. So, Anna ist jetzt meine Map-Cover. Cool, ich auch. XD. Der Typ hat schon Viva Games mit dir gespielt, das ist cool. Viva Games. Viva Games. Okay, ja, okay. noch falscher aussprechen kann ich nicht als du. Du hast gewonnen. Wer war der cringigste Cringe Lord auf dem Cringe Planeten, Digga? Kommst du auch in die Nähe? Ich bin am Flur. Hab den aber direkt. Und zwei Autos. Bam, hab ihn. Okay, wenn er mal meint, du machst den Solo. Und kriegst noch einen Red Buff obendrauf.
Oder ich mache auch noch einen Kill. Imagine, ich krieg keinen Support, Digga. Reported. Ihr passt, Digga, du hast einen Red Buff, ich hab einen Kill. Ah, hätte ich noch eine Sekunde gewartet, dann hätte Lee Sin mir noch ein bisschen weiter gepult. Na, Spaß, das war das perfekte Timing. Grace war eingepusht, konnte nicht hinterher roamen. Hast du Bock, direkt Botlane noch zu, den Lee noch mal abzuholen? Auf der Bot Scuttle, ja. Botlane ist Action, I guess. Niemals da laufen, immer an der Wand herlang laufen. Oh, Botlane. Hab ich, hast du, nimm du. Ich geh ich hab keine Q. Jetzt. Come on, you can do it. Nice. Sheesh. Ah, my bad, mein Jump war recht boosted. Jetzt ist die Frage, gehe ich on-hit? Also gehe ich ein bisschen Bruiser-mäßig, aber halt mit Rageblade? Nee. Und Wits End? Oder gehe ich Full Lethality? Full Lethality. Ja, denke ich auch, ne? On-hit macht gut. Nur Sinn, wenn die Gegner halt so viele Tanks haben und du trotzdem die spielen willst. Er denkt, das ist Smurf-Q. What? Na, ich wurde double promoted halt, ne? Schon eigentlich offensichtlich ist Smurf-Q. Also ich finde schon hart, also... Das sind keine guten Smurfs, aber sind halt Smurfs. Smurf-Accounts. Ah, das sind kommt auch. Die sind kommt mit da. Du kannst den Topside-Jungle von dem noch nehmen, wenn du möchtest, der ist oft in deinem Botside-Jungle gerade. Oder Base gegangen. Die Golems würde ich übrigens immer so ein bisschen nach links ziehen, weil die Minions, wenn die vorbeilaufen, das sehen können. Oh, raus da, mit der raus da. Der hat gerade hier hinten oder? Ja, da ist er. Das heißt, er hat deinen Bot-Side-Jungle nicht gemacht. Bleib mir in der W. Okay, nice. Lass dich nicht von der Q trennen, Mate. Und Grace kommt auch. Einfach links. Ah, okay, ja. Zu spät. Ist okay. Ah, sorry. Ich wollte gerade weggehen, aber der war schon da. Unlucky. Unlucky. Naja, ich geh jetzt Botzeit, mach dann Drake. Ist der Lee Mitte? Grace spielt gerade so confident. Botlane von den Enemies ist noch einmal ziemlich stark. Fighten? Ich hab wieder Ult in 4 Sekunden. Ich kann nicht mehr. Oh! Thank God. Was ist das? Die ist Topside. Erster, true. Ist Jolly Lulu gerade gekommen? Ja.
Oh mein Gott! Mann! Geh bitte einfach raus! Miniatur. Okay, I guess Soraka ist da und das ist gut. Boah, Robin goes brrrr. Robin goes terrible, I guess. Warum denn? Ist alles fein. Lol, ich habe ihn mit 3 Autos getötet. Okay. Hast du die auf ihn geworfen? Die 3 Autos? Oder bist du mit gegen ihn gefahren? Ich bin einfach auf den rauffallen lassen, Alter. Einfach von oben runterfallen lassen. Ah, I see how it is. Gute Technik. Ich hab ihn einfach mit 3 Autos getötet. What the fuck? Ich dachte mir so, oh, der wird bestimmt tanky sein. Sie heißen Lee Only Fans und Galio Only Fans. Ich glaube schon, diese Duo. Ne, das ist Zufall. Das ist Zufall. Ne, ich denke, das sind Freemans, Galio und Lee. Mach ich nächstes Mal aber nur. Du musst deinen Link nach reinhauen. Du musst deinen Link nach reinhauen. Wieso? Ich heiße schon so in der YouTube. Wer mich finden will, findet mich. Der eine Typ, der war bei dir, der hat mal mit dir Weaver Games gespielt. Ey, das ist cringe, dass wir solche Leute finden. I don't know. Weaver. Wild. Ist Gott sei Dank kein Smurf gewesen anscheinend. Oder kein guter. Zufälle gibt's gar nicht, True. Das war meine 100% Windel zerstört, sorry. Das war gar nicht so hart mit Diff wie Spot Diff war, oder? Ey, ihr vergesst hier gerade die Jungle Diff. Valisin. Du hast dich gerade von einem Shaco OTP outjungle lassen. Ist ein bisschen sad. Aber gut, ich hab dich auch early gut weggepunished, ne, beim Red Buff. Da hättest du halt einfach sehen müssen, dass die Tristana Midlane weg ist und ein bisschen defensiv spielen sollen. Du hast ja gesmited für Heal beim Red Buff, aber in dem Moment, wo du schon siehst, dass eine Tristana Midlane, die ja eh dauernd pusht und ein Early Game Monster ist, die Lane verlässt, hättest du den Red Buff in Nähe deines Busches, in die nächste von der Blast Cone schon kiten müssen. Da hättest du mich vorher gesehen, hättest smiten und dann weg Warjumpen und Blast holen können. Also das als kleinen Tipp für dich, wenn du halt einen Midlaner hast, der entweder Scaling ist und deswegen nicht so gut hinterher roamen kann, oder du hast ja schon gesehen im Chat, dass das ein Viewer oder whatever ist und ja, er hatte zu viel Respekt, der Grace, von mir. Der hat die ganze Zeit sie aber nur reinpushen lassen. Grace, auch nur Reaktion. Ich habe halt genau, als ich ausgepusht habe, ich habe ja natürlich einen Push mit Tristana E. Passive und Bombe. Kann er nicht countern, den Push. Und mir daher direkt hinterher zu followen, bevor er überhaupt die Wave geklärt oder ne, vom Tower weggemacht hat, ist halt giga scheiße für ihn, weil er erstens ein Level down ist, also wenn er hinterher roamt, ist er schwächer, und zweitens verliert er halt die ganzen Farm und alles, ne, und muss an der Mini-Wave vorbeilaufen, die ihn meistens dann erstens spottet, dass er mir hinterher roamt und ihm auch noch Schaden macht, ne, wenn er da einfach da durchläuft.
Deswegen musste er die Mini-Wave in seinen Tower reinholen, die schnell clearen und dann hinterher roam. Oder hättest du es einfach sehen und dann dementsprechend spielen sollen, I guess. Robin? Ja. Ich bin jetzt Rang 115 EU West mit Chaco. Das ist crazy. Ist not bad auf jeden Fall. Mal gucken, ob wir Top 100 schaffen. Denke ja. Und Top 10 vielleicht auch. Rank 1 wird nochmal schwieriger, aber ja. Wenn du willst, gebe ich dir seine Adresse und du kannst auf seinen Rasen pinkeln. Ja, der ist richtig gut. Ah, alles klar, mate. Sorry, I guess. Ah, Zip. Das kenne ich doch irgendwoher. Ich will so random First-Time-Grails spielen. I see. Okay, ja, dein Name kommt mir bekannt vor. tut mir leid. Aber ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts.